Wir sind hier gerade im schönen Aargau unterwegs, bei einem guten Kumpel von uns, beim Claudio. Wir möchten euch in nächster Zeit immer wieder mal ein bisschen Anlagen zeigen von guten Kunden. Vielleicht ein bisschen als Inspiration, vielleicht seht ihr beim einen oder anderen Kunden etwas, was ihr daheim könntet umsetzen. Jetzt gehen wir mal schauen, was der Claudio hier für einen schönen Teich hat. Herzlich willkommen, Nick. Ich darf dir meinen Garten zeigen, wenn wir geschwind rundherum gehen, ein bisschen. Hier ist unser Teich mit 14 Koi, mit verschiedenen Varietäten. Die Grösse ist zwischen 40 und 90 cm. Die Tiefe des Teichs ist 1,80 m. Wir haben uns nicht für eine klassische Form entschieden, wie man das sonst kennt, mit ovalen Teichbau oder viereckigen oder rechteckigen. Wir haben halt auch so Ausbuchtungen. Der Teich hat auch verschiedene Höhen. Die Fische können aber überall hinschwimmen, das sieht man auch gut. Wir haben hier Gestaltungssteine, die ihr auch bei der Koi Breder in Schitznach käuflich erwerben könnt. Das sind alles Steine, die von der Schweiz kommen. Die Furchen sind, wir vermuten, von einem Bakterium gemacht worden. Also die sind in den Weiden, drin, wo die Kühe weiden. Und dort holt man sie raus und hat solche Steine mit Furchen drin. Das ist ein Alpenkalk von der Schweiz. Das ist ein Jurastein. Relativ speziell mit diesen Furchen. Wie eingangs erwähnt, haben wir einen relativ grossen Gartenbonsai. Ein Taxus. Und ursprünglich von Japan. Unter dem Holzterrasseli vermutet man ein Sitzplatz, ist aber nicht. Hier innen ist die ganze Anlage, wo der Teich so sauber hält. Das ist alles hier innen. Der Deckel ist relativ schwer. Kann man natürlich in der Auli Schuhe lassen. Ich tue das vorführen, das muss man gesehen haben. Kann man hier einfach drücken und dann geht das raus, so wie das sein muss. Weil es ist halt relativ ein schwerer Deckel. Alles hydraulisch. Um den ganzen Teich herum sind die Steine von den Bergen. Ich habe hier einen Stein aus Japan, Insel Shikoku. Relativ speziell, auch mit diesen Farben, mit dieser Patina, die er jetzt langsam ansetzt. Relativ vor langer Zeit habe ich Koi mal gesehen, bei einem Ex-Arbeitgeber. Privat hatte er einen Teich und hatte so Koi-Karpfen in seinem Teich. Und wir haben das natürlich bewundert. Er hatte einen Haufen Miniaturbäume und eben die Koi. Und das war natürlich schon sehr speziell. Aber wie man so ist, in jungen Jahren hat man kein Geld, hat man natürlich den Traum nicht verwirklichen können und auch keine Eigentumswohnung gehabt. Und seit wir auch die Wohnung haben, 2008, hat man uns entschlossen, dass wir 2012 den Teich bauen. Die Faszination von diesen Koi ist natürlich einfach, weil es halt relativ ein ruhiger Fisch, bei grösseren, älteren Fischen, die schwimmen relativ langsam und gemütlich durch den Teich durch. Es hat eine ruhige Inspirations... Es inspiriert einfach zum Ruhigen. Man wird einfach ruhig. Und wenn man die Farbvielfalt von diesen Fischen anschaut, ist das natürlich schon fantastisch. Was noch ein Fisch ist, den ich sehr schätze, ist hier der Gäli. Das ist ein sogenannter Karashi-Koi. Die sind ja relativ bekannt, dass sie relativ gross werden können, also bis zu einem Meter oder sogar darüber aus. Wir sind hier dran am Fuhren und am Machen, als der halt relativ noch gross wird. Aber wohin als das Ziel führt, das wissen wir leider nicht. Aber er ist gute
80 cm, glaube ich, wäre fängt.